bin's wieder, eure Katrin, und diesmal wollte ich euch mal was ganz Besonderes zeigen, und zwar meine Repaints. Das sind meine ersten drei Modelle, die ich bisher repainted habe. Mehr gibt es auch noch nicht, und die hatte ich doppelt. Den Allosaurus hier von Papo, den Running T-Rex von Papo und der kleine hier ist von Schleich, der T-Rex. Und hier bei dem Allosaurus. Ich denke, der ist inspiriert von der Sendung Dinosaur Revolutions. Der Allosaurus da, der sich da Broken Jaw nennt, hat ja da auch so eine schöne weiße Gesichtsmaske da unterm Auge. Und ich dachte mir, dem verpasse ich das auch. Das sieht doch sehr hübsch aus. Nun ja, und was mit dem Kleinen hier ist, der hatte ursprünglich eine völlig fürchterliche Farbe. So blau, rot, gelbe Striche da. Am Körper und das Auge war völlig übermalt und hellblau. Das gefiel mir überhaupt nicht. Ich meine, das ist jetzt hier zwar auch kein Meisterwerk geworden, aber naja, gefällt mir wesentlich besser als im Original. Okay, zu den Figuren selber. Der Allosaurus. So sieht er im Original aus. Ja, das ist er. Bei dem habe ich mich auch noch ein bisschen zurückgehalten, was die Farben angehen, und wollte nicht allzu viel machen. Er war auch mein erstes Modell, das ich repainted habe, mein erster Versuch quasi, und ja, war eigentlich ganz zufrieden damit, ne? Dann kam der T-Rex dran, nicht? Hier dieser schöne da. Der sieht im Original so aus. Der Running T-Rex von Papo. Ja, und von dem Kleinen hier, da kann ich jetzt nur ein Bild schicken, wie der im Ursprung aussah. Da hatte er aber nicht solche wellenförmigen Linien da auf der Körper, sondern es war einfach nur so gerade draufgeklatscht, draufgemalt. Also, naja, also, boah, nee. Naja, wie auch immer. Der T-Rex hier, stell den mal hier beiseite. Der T-Rex hier. Ja, auf den bin ich schon ein bisschen stolz. Es war auch noch nicht hundertprozentig perfekt, aber wie gesagt, es waren ja meine ersten Versuche. Und ich persönlich finde, durch die blaue Zeichnung da jetzt im Gesicht wirkt er noch weitaus wilder, als er ohnehin schon war. Ja, habe ihm hier so einen weißen Anstrich verpasst, der so ein bisschen ins Dunkelgrün dann übergeht. Vielleicht setze ich mich da noch mal ran, vielleicht arbeite ich noch mal ein bisschen was nach, dass die Übergänge etwas fließender sind. Habe eben ein paar Streifen verpasst in Weiß, die ich dann noch mal mit Schwarz vorsichtig nachgezogen habe und überall, dass das Blau noch mal so ein bisschen auftaucht, was er da im Gesicht hat. So könnte man meinen, es sei ein männliches Tier, ja, mit seiner schönen leuchtenden Farbe da im Gesicht. Reptilien, Vögel sind ja teilweise auch extrem schillernd, extrem bunt. Man denke nur an die Pfeilgefrische oder die leuchtend bunten Papageien, ja, oder Paradiesvögel, die auch wunderschöne Farben aufweisen und richtig grell und bunt sind. Und warum sollten die Dinosaurier nicht auch so ausgesehen haben? Okay, gucken wir uns das Modell mal aus der Nähe an. Ich nehme das mal beiseite. So. Tada! Der repainted Running Rex von Papo. Da ist teilweise eher so ein bisschen Leopardenlook so angedeutet. Das ist er von vorne. Na, komm schon, stell dich scharf. Ja. Ja, also ich finde, der sieht jetzt richtig wild aus da mit seiner Maske. Na, stellt sich nicht scharf jetzt. Okay. Das war auch eine ziemlich kleinteilige Arbeit hier. Also man braucht wirklich eine ruhige Hand, besonders im Bereich der Augen. Auch er hatte von mir hier so eine leicht weiße Maske bekommen. Und die Augen hatte ich auch noch mal schwarz umrandet, damit sie noch mal ein bisschen besser hervorstechen.
So sieht er auf dieser Seite aus. Ja. Was das denn so ausmacht. Okay, jetzt zum Allosaurus. Ja, sieht doch ganz nett aus. Wichtig ist, dass es dann auch unter dem Kiefer noch weitergeht und nicht schlagartig aufhört. Andere Seite. Der Halsbereich hat noch ein paar leichte Striche von mir bekommen, so Streifenmuster, die auch nochmal schwarz nachgezeichnet wurden. Und zum Repainten habe ich selber Acrylmatt benutzt. Acrylfarbe. Also wie gesagt, bei dem habe ich mich dezent gehalten, was die neue Bemalung angeht. Ja, also für den ersten Versuch war ich eigentlich ganz zufrieden mit. Okay, jetzt zum Kleinen. So, das ist also der T-Rex von Schleich, ein kleines Modell. Der sieht so aus jetzt. Bin zwar nicht hundertprozentig zufrieden damit. Ja, auch das Auge hatte ich ja neu gemacht bei ihm. Weil, wie gesagt, das war ja über die Augenlider drüber gemalt. Also der hatte ein riesiges Auge, also riesige Augen gehabt. Das sah völlig unnatürlich aus. Und da das Modell doch recht schön ist, dachte ich mir, okay, der bekommt einen neuen Anstrich. Teilweise noch ein bisschen mit Haarspray fixierter die Farbe. Muss zwar nicht sein, aber ja, dann kommen ein paar glänzende Stellen mit durch, das ist auch nicht verkehrt. So sieht jetzt also das Schleichmodell aus. Hätte besser sein können, ja, aber mir gefällt er erstmal so. Und darauf kommt es ja an, dass einem das selber gefällt. Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Na, und euch gefallen vielleicht auch meine Repaint-Modelle. Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Oh, da sind sie nochmal. Alle drei. Der Running Rex. Der Papo Allosaurus. Und der kleine T-Rex von Schleich. Bis dann, ihr Lieben. Bye.